Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rock und wir spielen wieder Kingdom Come Deliverance, wie schwer zu übersehen ist. Wir sind jetzt auf der Suche nach dem Gehilfen des Klostermeisters. Ich habe im Übrigen keine Ahnung, wer das ist. Der muss wohl irgendwo hier sein. Hallo? Man hier? Ne. Der klaut auch kein Dingens. Ist natürlich nicht markiert, wer es jetzt ist. Ne? Das ist natürlich logisch. Man soll ja auch suchen, ne? Das ist einfach schon Quest. So, alles, was glitzert. Kann ich hier nicht. B. Ist das die Kammer des Klosters? Darf ich hier rein? Anscheinend nicht. Aber, oder hier? Nee. Ob ich irgendwo rein darf? Ah ja, haut ab. Ich soll wahrscheinlich wirklich jetzt hier ein bisschen tricksen. Aber im schlimmsten Fall kriege ich ja eigentlich Ärger. Okay. Das ist tatsächlich interessant, was hier steht. Am fünften Bein haben wir folgende Waren. Ich überfliege gerade, ob ich ein bisschen Quecksilber dann dazwischen sehe. Ich hoffe, dass das Quecksilber so geschrieben ist, dass ich es auch lesen kann. Oh Scheiße, ich muss wieder raus hier. Wer bist du? Bist du der Gehilfe? Willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Habt ihr Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Ich. Niemand, nur ich. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Warum denn nicht? Kuhscheiße. Sag mir sofort, was du mit der Ware gemacht hast. Nichts. Und reiß dich am Riemen. Das ist geheiligter Boden. Ein diebischer Krämer in einer Mönchskutte spricht von heiligem Boden. Was kommt als nächstes? Eine Hure in Nonnenkleidern? Das ist Blasphemie. Blasphemie? Du weißt doch sicher, was Jesus mit den Geldwechslern im Jerusalemer Tempel tat. Was meinst du? Du tust mir doch nicht weh, oder? Sag mir, was hier vor sich geht und ich habe keinen Grund dazu. Herr Gott, ich wusste doch nichts von Fälschern. Das will ich für dich hoffen. Und jetzt erzähl mir alles. Ich schwöre, normalerweise würde ich so etwas nie tun. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Okay. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Okay. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Jo, ne? Nun gut, hab Dank. Alles Gute. Mehr interessiert mich nicht. Sprich mit Meister Pfeiffer. Komm her. Ja. Wir haben neue Kunde. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wer Meister Pfeiffer überhaupt ist.
habe ja jetzt diese Sporen an, ne? Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sich das Pferd dadurch wirklich leichter steuern lässt. Wie geht es dir, Heinrich? Gut. Wird besser, wird aber auch schlechter. So. Wenn man jetzt wüsste, wer das ist, aber der scheint irgendwo da rumzurennen. Ja. Hier war noch mal ein bisschen Gas hier. Ich vermute mal, dass das der Schmied ist oder so. Das ist nicht der Typ, der mich überhaupt nicht mag. Das ist der Schreiber. Also ich bin gerade in keinem Privatkammern, wo ich nicht hin darf. Jetzt immer noch nicht. Was interessant ist, aber anscheinend bin ich immer noch falsch. Oh. Okay. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Verstehe. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Noch nicht. Es könnte sich auszahlen. Schon dabei. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Stanzwerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Mastergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Okay. Das ist alles. Mach's gut. So. Da erstmal drauf. Das ist doch das, wo wir vorhin waren, oder? Ja. Schauen wir mal. Wie schnell man in so einer Stadt bekannt ist hier, ne? Mal den Nest auch mal hin. Klamotten wieder reinigen lassen. Aber wir müssen da rechts hin, ne? Also da waren wir ja vorhin schon und hier soll ja die Gravurwerkstatt sein und das... Geht ja das sein, was hier oben ist? Erstmal wieder die erste Stufe überspringen. Kann ich ihn jetzt... Ja. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Dann dreh dich wenigstens oben. Was macht die Arbeit, Meister? Ich komm schon zurecht. Benötigst du etwas, mein Junge? Informationen. Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Deine Werkstatt ist recht groß, Meister.
Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall und ich bin allein. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Verstehe, glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaonen, denn heute befiel ihn die fünfte Plage Ägyptens, die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Herr im Himmel, die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenngleich so ein Kater durchaus biblische Ausmaße annehmen kann. Was ist dein Lehrling Florian für einer? Ich fürchte, seine aufkochende Jugend fordert ihren Tribut. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam, zeigt Anzeichen wahnhafter Verfolgung. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Kürzlich erzählte er mir, dass ihn jemand verfolgt. Und einen Tag später besorgte er sich beim Schmied ein Schloss und verriegelte seine Truhe. Als ob ich jemals darin herumschnüffeln würde. Wie dem auch sei, was kümmert es dich? Suchst du nach ihm? So etwas in der Art. Darf ich fragen, wieso? Ich habe eine Nachricht für ihn. Ach ja. Wer interessiert sich denn für diesen Nichtsnutz? Abgesehen natürlich von seinem rasenden und schwer enttäuschten Meister. Wegen deiner Frage. Du findest ihn in seinem Quartier, zweifellos auf dem Sterbebett. Er schläft im Keller des Bäckers. Ah, hab Dank. Hat Florian vielleicht Feinde? Ein junger Bursche wie er hat bestimmt Schulden in jeder Ecke. Und die Eltern der Mädchen sind gewiss nicht erfreut über sein fortwährendes Bestreben, sich zu vermehren. Jedenfalls war vor kurzem diese Furie aus dem Badehaus hier und sie war fuchsteufelswild. Interessant. Eine Frau aus dem Badehaus? Was wollte sie? Diese Harpie riss ihm fast alle Haare aus. Ich muss zugeben, dass mir mein nichtsnutziger Lehrling fast leid tat, auch wenn es nicht oft vorkommt. Weißt du, weshalb sie so wütend war? Sie brüllte irgendwas von so einer flatterhaften Zauberdirne namens Esther. Ich würde sagen, bei Florian haben wohl die Lustglocken geläutet. Dabei sollte man annehmen, dass sie das im Badehaus eigentlich gewohnt sein müssten. Tja. Ab Dank. Kannst ungestört weiterarbeiten. Mach's gut. Okay, hier ist irgendwie nix. Gott sei mit dir, Heinrich. So, Ding Ding, Windows muss mir wieder irgendeine Nachricht senden. Das stört mich echt. Ich muss mal gucken, dass ich die Benachrichtigung auf Dauer irgendwann ausstelle. So, ich würde sagen, wir gehen erst ins Badehaus, weil das möglicherweise Informationen beinhalten könnte, die wir nachher für ihn brauchen. Um ihn vielleicht ein bisschen gefügiger zu machen. Außerdem können wir uns dann gleich waschen und unsere Klamotten reinigen lassen. Oh. Was ist das denn hier für ein Tor? Komm ich hier rüber? Komm. Oh Gott, da kommt er nicht mal drüber weg. Aber da jetzt, komm. Jawohl. Ja. Los geht's. Also leider Quests, wo ich persönlich nicht immer so ganz von begeistert bin, die hin und her gewatsche, macht halt recht wenig Sinn. Gott sei mit dir, Heinrich. Sagt die Dame. Ich bin an euren Diensten interessiert. Aha, und was darf's sein? Gott, die hat ja viel mehr hier. Oder? Lief ich nur das? Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Natürlich, aber zuerst das Geld. Ja. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Lebe wohl. Sehr schön, jetzt labern wir so wegen dem anderen Kram an. Wie ich höre, zankst du dich mit Lehrling Florian. Zanken? Ich zank gleich mit dir.
Wegen dem Scheißkerl haben die meine Esther. Armes Ding. Was wohl aus ihr werden wird? Okay. Was genau ist passiert? Da kam ein Mann, der wollte ein Bad und Esther dazu. Sowas macht sie sonst nicht. Aber ich habe mir nichts gedacht und sie zu ihm geschickt. Und auf einmal höre ich Schreie. Also renne ich hin und sehe noch, wie der Lump sie aus dem Zelt zerrt und in ein Boot pfercht. Okay. Tut mir leid, dass sie verschleppt wurde. Aber was hat das mit Florian zu tun? Die haben mir zugebrüllt, ich soll ihm sagen, dass er sie wiederkriegt, wenn er dazulernt. Ich schätze, Florian kennt also diese Esther. Du weißt ja, Dorfmäuschen. Haben nicht groß eine Wahl. Jedes zweite Mannsbild hat nichts in der Birne und wenn doch, dann sind sie verwandt. Und dann kommt so ein protziger Gag daher, der Gedichtchen schreibt. Was soll das arme Ding denn machen? Und enden tut es so. Hätte bei den Hohlbirnen bleiben sollen. Wo finde ich Florian? Ich würde ihm gerne ein paar Fragen stellen. Er arbeitet beim Gravierer im Handwerkerhof vom Kloster. Und wenn er nicht dort ist, dann verkriecht er sich im Keller vom Bäcker. Wie die Ratte, die er ist. Hat Schiss vor mir, ganz sicher. Okay. Was hält der Vogt davon? Fang gar nicht erst mit dem an. Der ist auch so ein... Das sage ich lieber nicht. Hab ihm alles erzählt, aber er sagt, er wird nichts tun. Wieso das? Ins Gesicht sagen tut er es mir natürlich nicht, aber die Leute hier halten nicht viel von uns. Ein paar sagen, Esther hätt's verdient. Armes Ding. Ciao. Klingt, als stündet ihr euch nahe. Hab sie geliebt wie eine Tochter. Ist als Waise zu mir gekommen. War wie ein Wolfsjunges. Hab sie großgezogen und ihr Arbeit verschafft. Und jetzt ist er weg. Wer weiß, ob sie noch lebt. Das ist die Frage. Mach's gut. Und jetzt müssen wir woanders hin. Ups, der ist ja schon da. Ups. Da müssen wir hin. So, beim Bäcker. Und da wissen wir ja eigentlich, wo der ist, ne? Da. So, der Bäcker, der kann jetzt aber gar nicht mehr so weit weg sein. Der war doch hier vorne schon irgendwo, oder? Ja, da ist er. So, Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Dreh dich doch wenigstens um. Für einen Kranken wirkst du recht aufgeweckt. Was? Wer zum Henker bist du? Ich heiße Heinrich und stelle für Herrn Ratzig Kobilla Nachforschungen an. Und was willst du von mir? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin hinter Münzfälschern her und die Spur führte mich zu dir. Läutet der Name Rapota irgendwelche Glocken? Weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, du kennst ihn. Du stellst das Stanzwerkzeug für die Fälscher her, nicht wahr? Wie übergibst du es? Und wo befindet sich ihre Werkstatt? Ich kann nichts sagen. Ich werde alles abstreiten. Und du hast keine Beweise, nur Anschuldigungen. Okay. Es hat mit diesem Mädchen zu tun, nicht wahr? Woher weißt du das? Das spielt keine Rolle. Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nicht mitmachen, ich schwör's. Diese Bastarde haben Esther entführt. Wenn ich nicht mitmache, töten sie sie. Ah, so läuft das. Das tut mir leid. Mir auch. Hör zu, ich sag dir alles, versprochen. Aber erst, wenn Esther in Sicherheit ist. Soll ich etwa die Wälder nach ihr absuchen? Ich weiß, wo sie festhalten, aber niemand hilft mir. Und was kann ich schon gegen diese finsteren Schurken ausrichten? Ja. Soll ich das mal versuchen? Du wagst es mit mir zu falschen? Hast du vergessen, wer ich bin? Ich lasse mich nicht einschüchtern. Du meinst wie von den Entführern? Du wärst überzeugender, wenn dir die Beine nicht schlottern würden. Jesus Maria, das nimmt kein Ende. Jetzt rede. Sie fand mich eines Abends im Wirtshaus. Ich wollte gerade scheißen gehen. Da fing sie an, mich zu bedrängen, für sie zu arbeiten. Sie? Ja, Rapota und ein Ritter namens Herr Jeschek. Und was dann? Sie erklärten mir, was sie wollten. Und ich sagte, sie sollen sich verpissen. Ich schätze, das hat ihnen nicht gefallen.
So schlimm war es nicht. Sie warfen mich auf den Scheißhaufen und gingen. Ich dachte, es wäre bloß ein Scherz von Trunkenbolden. Aber dann entführten sie Esther. Wie hast du das Stanzwerkzeug übergeben? Rapota wartete hinter der Kirche auf mich. Ich wollte es nicht aushändigen, ohne Esther gesehen zu haben. Und erlaubten sie es? Seltsamerweise ja. Sie brachten mich zu einem verlassenen Hof in den Skalitzer Hügeln. Meine arme Esther. Sie hatte Todesangst. Wenigstens weißt du, dass sie lebt. Wer weiß. Das ist eine Zeit lang her. Und sie ließen sie nicht gehen, nachdem ich tat, was sie verlangten. Sie meinten, sie bräuchten mehr. Mehr Stanzteile? Sie nutzen sich mit der Zeit ab und müssen regelmäßig ersetzt werden. Okay. Weshalb hast du es keinem gesagt? Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Und als sie Esther mitnahmen, war es schon zu spät. Wo finde ich Rapota? Normalerweise in meiner Nähe. Was soll das heißen? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Und wenn ich zu Hause bin, sitzt er auf der Bank im Hof und beobachtet das Haus. Also ist er jetzt hier? Schwer zu sagen. Manchmal sehe ich ihn, wenn er im Wirtshaus Vorräte kauft. Na schön. Wenigstens weiß ich, wo ich anfangen kann. Und du gehst morgen zur Arbeit, hörst du? Warum? Weil wir ihn aus der Reserve locken müssen. Außerdem ist dein Meister bestimmt erfreut, dich zu sehen. Das bezweifle ich. Ich sollte besser aufbrechen, ehe der Schuft davonkommt. Geh! Hoffentlich zeigst du es ihm. Lebe wohl. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. So, questtechnisch. Ist jetzt hier auch nicht viel, ne? Auf der Bank auf dem Marktplatz. Also hier ist ja nicht der Marktplatz, ne? Das ist für mich der Marktplatz, aber hier ist ja nicht wirklich eine Bank. Also Bank, oder läuft da jemand anderes lang? Ist doch keine Bank. Jo. Wie die Schenke meinten? Ich komme auf der Schenke. Würde ein bisschen mehr Sinn machen, ne? Wer bist du denn? Ich würde jetzt nochmal hier gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Aber ein Markt, also der Markt, der ist ja ziemlich sicher da hinten. Ja gut, ich meine, er kann von hier schon darauf gucken, ne? Da hinten ist ziemlich dunkel. Vielleicht sitzt er da irgendwo in der Ecke. Nee, doch nicht. Ja. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier so finden. Ob hier irgendwo eine Bank ist. So, das würde ich ja jetzt hier Markt nennen. Aber hier ist keine Bank. Und hier sieht man das Gebäude ja schon gar nicht mehr. Grüß dich, Heinrich. Hier ist wirklich keine Bank, ne? Mal hier um die Ecke und gucken da nochmal. Ne.
Wir sagen, wir suchen noch mal ein bisschen ausführlicher hier. Hier, wohlbekommen. Wer ist das? Ha! Ich kenne dich! Von irgendwoher! Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's! Der Traum! Du warst in einem Boot aus Knochen und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Okay. Das ist der Bäcker selber. Aber die einzigen Bänke, die ich hier sehe, sind tatsächlich wirklich die hier. Mal kurz reingucken. Können wir mal kurz warten. So, mal gucken, ob der jetzt hier irgendwo ist. Also, Bank auf dem Markt. Also, keine Ahnung, ich habe keine Bank gesehen. Und die einzigen Bänke, die sind, ist hier. Da ist der Scharlatan. Da ist ein Dorfbewohner. Ein Bürger. Noch ein Bürger. Der Wirt. Ich habe keine Ahnung, wo der sonst noch so rumsitzen soll jetzt. Ich würde sagen, wir gehen schlafen und kommen einfach am nächsten Morgen wieder. Ja. Wann gehen die Jungs denn hier so arbeiten? Da müsste ich ja relativ früh wieder raus, ne? Ich gucke jetzt nochmal hier, was wir hier noch so haben. Vielleicht sitzt er ja mal hier. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Auch ein Unterkunft für die Nacht. Kann ich hier schlafen? Aber ja. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Kein Problem. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Das ist schön. Mach's gut. Aber wie gesagt, wir stehen jetzt relativ früh auf. Oh, das war jetzt, So, dann gehen wir jetzt gleich mal nachschauen, wie das so aussieht bei den guten Herren. Das machen wir allerdings erst wieder in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag, Abend oder wie auch immer. Bis nächstes Mal. Ciao.